Heute gibt es einschneidende Wettbewerbsnachteile für die Schweizer Film- und Fernsehbranche. Das neue Filmgesetz korrigiert einen Teil davon, indem globale Akteure verpflichtet werden, zumindest einen Teil von dem Geld, das sie bei Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen erwirtschaften, auch wieder zurück in die Schweizer Wertschöpfung zu stecken. Das trägt dazu bei, dass man gewisse gleich lange Spiesse wieder herstellen kann. Ich sage darum Ja zum Filmgesetz am 15. Mai und lade euch ein, das Gleiche zu machen.